I know what you want. You're not getting it. It's mine. Come on! Run! He's hitting me with a car jack? You're fast, boy. But I'll hit you sooner or later. Time to talk is over. Bauch, Kopf, Brust. Alter, ich will nicht. Nein. Also am Kopf und in der Brust, ganz ehrlich, nein. Das bleibt eigentlich nur noch der Bauch. I got my own escape. Come on, go down. Hä? Achso, jetzt müssen wir schlagen. Natürlich wieder im Bauch. Was? Ach so, der geht da mit, oder wie? Couple more should do it. Okay, also wir müssen da. He's looking bad. Ja. Der sieht echt scheiße aus, wenn du dir das Hemd mal anschaust. Zack. You ruined my life. You can't beat me. Ja, was haben wir denn jetzt gemacht? Nearly gone. Okay, drag these guys to the hospital. Alter, ich wollte das nicht. Ich wollte es echt nicht. Aber. I wish you would just kill each other so I can go home. I don't care if you die. I care? Well, obviously not. Fight a guy like Gaspipe? You're not likely to survive. Aber wir wollten nicht, das Spiel hat es uns vorgeschrieben. It's your job. They won't dock my pay if you croak. Didn't you take an oath? Most of you should have gotten the chair. Why are you on the island? Armed robbery. Nope. That's not enough to get sent to Alcatraz. Escaped from Leavenworth. Escaped a couple more times trying to get home. Kill anyone? Umgebracht? Haben wir keinen, nein. No. Es gibt einen Drogenring auf der Insel. Oder ich habe Feinde da draußen, hier bin ich sicher und kann mich in Ruhe erholen. Hier, ja. I got enemies out there. Give me a chance to heal someplace safe. You're tearing out my heart. I gotta go. Last ferry's leaving. Okay, dann machen wir noch you know, das hier. There's a drug ring on the island. I can help you break it, stop your inventory loss, and cut off the addicts. I think the solution is less convicts in the hospital, not more. Alter, der ist so kaltblütig einfach. Soll er doch auf seine Fähre gehen und auf dem Festland verschwinden. We got nothing to say. Don't waste my time. Ja, take him to the wardroom. Auf einen der Stationsräume. Vielleicht sind wir dann auch mal wieder alleine. Ja, wir sind wieder alleine. Ach. Wieder so trostlos in einer Einzelzelle. Da oben ist ein Haken oder sowas. Erstmal eine Glühbirne. Wir brauchen irgendwo eine Glühbirne. Ich glaube, in der Kapelle war das. Deswegen nehmen wir die einfach mit. Oder auch nicht. Damn it. There goes another 5 seconds of my life. Nothing left. Ja, ganz toll. Ach so, liegen hier vielleicht. Hä? Klingengriff. Wir haben also keine Glasklinge mehr, aber wir haben zerbrochenes Glas. Naja, da kümmern wir uns später drum. Außer den Dingen gibt's hier eh nichts, also Waschbecken. An old sink. Everything's falling apart. Brrr. Gotta get used to cold water. Ja, solltest du echt langsam mal machen. Staring at the bed won't help. I need to keep moving. Ja, dann fass das Bett doch mal an. The lizard wanted to leave his head on his pillow to dodge the head count and then escape underground. Ganz ehrlich, sein Kopf. Ach,
Schloss. Vielleicht können wir doch noch hier raus. At least I got a view. Thick fog tonight. Und wir sind im Krankenflügel. Von hier aus ist doch der Fluchtplan. Aber es ist Nebel und der alte Hank hat uns gesagt, bei Nebel geht das ganze Zeug schief. Also mal schauen. Sturdy, won't budge. Okay, es bewegt sich eh nicht. Crude old lock. From the army days. I need a tool. Ein Werkzeug, Telefonbauteil, dein. Wahrscheinlich spreche ich das auch noch falsch aus. Ain't gonna happen. Irgendwas müssen wir noch mit der Glühbirne machen. Low watt bulb. Nothing left. Ja, natürlich ist da noch was left. Not one of those situations that require. Ja. Okay, du brauchst ein Werkzeug. Hiermit vielleicht? I'm not that desperate. Aber ich. Das übersehen haben wir ja hoffentlich auch nichts. Ne? Fenster. Ach klar, Fensterbank. Ja, natürlich. Und hier Panikknopf. Also Entschuldigung, aber. So, das haben wir, das haben wir, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Gut, Fensterbank hätte ich sehen können, aber den Panikknopf. Sorry, Leute, aber echt nicht. There's a loose nail. Ja, natürlich a bent nail. Wie werden wir hier wohl rauskommen? Doch nicht etwa mit dem verbogenen Nagel? Panic button for the dock. It brings a guard over. Dann drück mal. Are you buzzing that? What happened to your light? Dem Pfarrer. I don't feel well. I want to see the chaplain. Don't die on me, 1229. Was war jetzt der Unterschied zwischen dem Pfarrer und dem Doktor? Also was wäre passiert, wenn wir einen Doktor gesehen hätten? Irgendwo fehlt... Ah, hier fehlt eine Glühbirne drin. Father. Yes? I got work to do. Wir haben einen verbogenen Nagel. Ja, bringt uns ja hier nicht weiter. Dann gehen wir wieder zurück und... Said your prayers. Ja. I have. Wahrscheinlich müssen wir jetzt zuerst zum Doc. Und dann kriegen wir da irgendwie eine Glühbirne. You feel like you're seriously hurt, 1229? Not sure. I have to make sure you don't die on my shift. As long as the doctor's, incapacitated, you'll stay here. Verhindert es. Ja, verhindert es. Kommt doch gleich nochmal. Diesmal wollen wir den Doc sehen. Und vielleicht kriegen wir jetzt eine Glühbirne und dann kommen wir zum Pfarrer und dann können wir die da einsetzen und haben das nächste Are Ding. You buzzing that? What ja, happened to your light? When is the doc gonna see me? He's resting. The doc probably won't see you before tomorrow. I already told the warden last year that doctor's getting too old for this. We'll keep you here for the night. Okay, dann müssen wir wohl selber da irgendwie rüberkommen. Ich tue es nicht gern, weil es nicht erlaubt ist. Aber wir müssen. So, hoffentlich ist der Mason jetzt hier nicht. Behandlungsraum, Joes Krankenzelle, andere Krankenzelle. Da gehen wir zuerst hin. It's locked. Okay, macht nichts. When I need to make a dummy to take my place around here, these might come in handy. When I need to make a dummy to take my place around here, these ja, might ja, come ja. in handy. Und hier? When I need to make a dummy.
Ja, ist klar. Lagerraum oder Birdmans Krankenzelle? Erstmal den Lagerraum. Joe, du bewegst dich so komisch. So, Handtuch nehmen wir mit. Ah, jetzt haben wir noch ein längeres Seil. Wie lang ist es jetzt? Ach so, 2x2,5 Meter Seil, können wir die verbinden? I'll tie these together. Ja, 5 Meter Seil, wunderbar. Da geht's nun zum Klinikflur, ein alter Lichtschalter. It's disconnected, burned out long ago. Okay, schade. So, hier ist sonst nichts mehr, ein kleines kaputtes Fenster. All secure. No escape that way. Ja, oder vielleicht doch. Putzzeug, Erste-Hilfe-Kasten. So, das hier können wir nicht nehmen, aber das... Ich höre Schritte. Jetzt nicht mehr. Okay, hier ist Putzzeug drin. That'll come in handy. Ja, dann nimm mit. That'll come in handy. Good find. Okay, doch nicht. Aber das nehmen wir natürlich auch mit. Stromkasten, Sicherungen, Sicherungsliste. Schauen wir uns erstmal den Stromkasten an. Routes power to the operating room. Ah, okay. It's welded shut. I'll never open it. Okay, kein Problem. Dann schauen wir uns mal die Sicherungen an. Fuses and other small parts. Ach, und was sehen meine müden Äuglein hier? Das Ding sieht doch irgendwie so aus wie das Ding hier. Aber wir schauen erstmal auf die Sicherungsliste, nicht, dass wir am Ende noch einen Schlag kriegen und noch länger hier auf der Krankenstation liegen. A list of fuses and what circuits they protect. I should leave it. If I need it, it's here. Okay. Dann... Interesting. The last repairman left a TK-421. Which can also be used on phones, as you probably know. Und jetzt? Nothing I need to take. Ach so, wir müssen die andere gar nicht reinsetzen, oder was? Oder schon? No. Okay, müssen wir nicht. Aber, wieso heißt es TK-337 im Deutschen? A phone jack I stole from the hospital. Und im Englischen... Da hieß es irgendwas anders, 421 oder sowas. Also es wäre ja 421. One Crooks Mail, the guy here. Ja, und weiter? Ja, genau, wir werden zu den Wachen rausgehen. Wir schauen erstmal zu Birdman hierher. Vorschriften, mhm. Nee, wir schauen uns zuerst die Vorschriften an. Hospital Rules. Sick call is after lunch. Most guys get sent back to their cell. Don't keep empty bottles. Won't need it. I got it memorized. Okay. Wenn du das sagst, dann schauen wir zu Birdman. Ja. Hank's window. I wonder if it's still loose. Ah, okay. Reden wir einfach mal mit Birdman. If you come in here, I'll kill you. You can try. I'm using your window to start my escape. Never. I'm not asking. You may kill me, but you'll lose an eye doing it. Okay. I'll kill you and whistle while I do it. I don't need to kill you. What do you want? If you give me a tribute, I'll show you what you're looking for. A tribute. Salzsäure. Können wir das kombinieren? Dangerous mixture. I've got a smoke bomb. Wir sammeln langsam immer mehr, was wir für unseren Ausbruch brauchen. Also ciao erstmal, Birdman. Wir schauen später nochmal her. Aber erstmal schauen wir in den Behandlungsraum. Ich habe das Gefühl, hier bleibt der Joe immer in so einer komischen Pose, bevor wir da in den Raum rein können. This is what happened. Looks like the doc is having a nap. Convenient. Behälter mit Anästhetikum, das ist Betäubungsmittel. It won't help me escape. It won't help me escape. Ja, nimm trotzdem mit.
So, Anästhetikum, das ist das, wenn man bei Operationen betäubt wird. Das ist Anästhetikum. Daher auch Anästhesie. Patientenakten. Hank's dying of TB. Oh. I don't need paperwork. Oh. Armer Hank. If I had a few more months, I could turn it into an outboard propeller. Ja, natürlich. That'll come in handy. I don't get it. Okay, wir schauen erstmal rum und schauen, wofür wir den Stuhl brauchen könnten. Mehr Müll. A bloody bucket? This place is running out of cash. Ja, oder aber da ist tatsächlich Müll drin, von dem das Blut stammt. Christine will laugh about this. Hä? Was haben wir jetzt hier bekommen? Blutiges Hemd, okay. Operationslicht, vielleicht bekommen wir da die Glühbirne her. Heizung, Waschbecken, Waschbecken. A sink. A lot of blood has washed down its throat. Yeah. I'm clean. Okay, was ist mit der Heizung? It won't help me escape. It won't help me escape. Okay, die können wir einfach nur anschauen. Das Operationslicht. Impressive lamp. It can't be removed without a huge hassle. Ja, der Doc. He's sleeping. Komm, weck mal den mal auf. Und jetzt? Es tut mir herzlich leid, aber der Cursor so, ne? Der Cursor ist nicht mehr da, sondern weg, eher. Escape geht auch nicht, okay. Leertaste auch nicht. Der Cursor ist weg. Super. Tja, dann werden wir uns wohl oder übel in der nächsten Aufnahme wiederfinden. Ich sag vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal, dann auch wieder mit Cursor. Bis dahin.